Diesen Bericht präsentierte euch das Autohaus Strasser in St. Gertraudi. MobilTV 22, wir möchten euch das neue gefaceliftete Modell 2024 von den Audi A6 und A7 präsentieren und euch recht herzlichst begrüßen. Audi frischt entsprechend zum Modelljahr 2024 die Baureihen A6 und A7 mit einem leichten Facelifting auf. Neben neuen gestalteten Außenausstattungslinien mit eigenständigen Designelementen an der Front und am Heck, neue Felgendesigns und eine aufgewertete Serienausstattung. Im Rahmen der modifizierten Angebotsstrukturen können Kunden bei der A6 Limousine und beim Avant nun zwischen Basis, Advanced und S-Line im Exterieur wählen, beim A7 Sportback zwischen Basis und S-Line. Der Grill macht den Unterschied. Jede Ausstattungslinie zeichnet sich durch eigenständige Designelemente an der Front und am Heck aus. Die Differenzierung erfolgt beispielsweise über den Single Frame Grill mit Warmstruktur. Bei beiden Modellen ist dieser in der Basis-Variante in Schwarz-Matt mit einem Chromrahmen ausgeführt. Die Advances-Linie trägt ein Kühlerschutzgitter in Dark Chrome hochglänzend. Die Front differenziert sich außerdem durch seitliche Lufteinlässe und das Heck durch einen Diffusor im neuen dynamischen Design mit einer Spange aus Kunststoff, die in Selenzilber lackiert ist. Zudem beinhaltet der Advances Line 18 Zoll Räder. Für beide Modelle steht die S-Line Variante zur Auswahl. Den Single Frame zieren hier Einleger in Chrom. Beim A6 wurde der Diffusor am Heck neu gestaltet. Die Diffusorspange ist hier in Platingrau ausgeführt, beim A7 in Chrom. Obendrein beinhaltet das S-Line Exterieur beim Audi A6 in matten Schwarz gestalteten seitlichen Lufteinlässen in der Front mit Einlegern in Platingrau. Verbreiterte Seitenschwellerleisten, 19 Zoll Räder und ein Sportfahrwerk. Für den Innenraum steht neu das Paket S-Line zur Wahl, das sich am bisherigen S-Line Sportpaket orientiert. Hier sind der Innenraum, die Armaturenbretttafel und der Dachhimmel in Schwarz ausgeführt. Das Sportlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen in Schwarz ist mit Kontrastnähten inklusive Lenkradgriffen in performierten Leder versehen und die Fußstützen sowie die Pedalerie bestehen aus Edelstahl. Die Sitze tragen eine Kombination aus Stoff, Sequenz, Leder beim Audi A6 und Dynamikfrequenz beim Audi A7 mit S-Prägung in den Lehnen der Vordersitze. Die Einstiegsleisten mit Aluminium-Einlegern sind beleuchtet und von vorne mit einem S-Schriftzug versehen. Die S-Modelle von A6 und A7 weichen geringfügig von den Standardvarianten ab. Sie erhalten einen Single Frame mit Einlegern in Aluminium-Optik und akzentuierter seitlichen Lufteinlässen in der Front. Beim Audi A6 sind diese in Schwarz mit Matt ausgeführt, beim Audi S7 in Dark Chrome Matt. Der Frontspoiler ist bei beiden Modellen in Selent Silber lackiert. Mehr Lack gibt es auch für die Karosserie. Der Lackfächer wurde auf 12 Farben aufgestockt. Bei den Dekoreinlagen für den Innenraum finden sich nun insgesamt 8 verschiedene Varianten im Programm. Immer Teil der Serienausstattung ist jetzt das virtuelle Cockpit. Alle A6 Modelle fahren zudem künftig ab Werk mit Voll-LED-Scheinwerfern vor. Auch die Einparkhilfe Plus ist nun der Serienausstattung. Mehr Wahlfreiheit besteht beim Räderwerk. Audi hat das Leichtmetall-Felgenportfolio von 17 bis 21 Zoll aufgebaut und zahlreiche neue dunkle Varianten ergänzt. Bestellbar sind die neuen Versionen von Audi A6 und Audi A7 seit dem 1. Juni 2023. Diesen Bericht präsentierte euch das Autohaus Strasser in St. Gertraudi.